Liebe Pico-Freunde, ich wollte Ihnen mal wieder einen Bericht aus unserem Werk in Chashan schicken, und zwar über die Entstehung unserer BR-62 im Maßstab TT, was wir Ihnen ja Anfang dieses Jahres angekündigt hatten, dass die Maschine kommt. Sie steht bereits fertig vor mir. Die Geschichte ist, dass diese sprintschnelle Zweizylinder-Heißdampf-Tenderlokomotive mit der Achsfolge 2C2 jetzt bei uns in der Fertigung ist. Und ich dachte, das interessiert Sie vielleicht. Die Geschichte der Maschine, die wurde 1928 von dem Werk Henschel gefertigt, erstmal in zwei Exemplaren. Die sind dann im Ruhrgebiet eingesetzt worden. Die weiteren 13 Exemplare kamen zwei Jahre später und wurden auf der Werrabahn zwischen Eisenach und Lichtenfels eingesetzt. Nach dem Krieg verblieben 7 Maschinen in Westdeutschland und 8 Maschinen in Ostdeutschland. Die 7 Maschinen wurden hauptsächlich im Schnellzugverkehr im Ruhrgebiet eingesetzt, und die 8 Maschinen im Osten konnten ja dann nicht mehr von Eisenach nach Lichtenfels fahren wegen der Grenze, wurden dann eingesetzt im S-Bahn-Verkehr bei Warnemünde, dann als im Sputnik-Verkehr auf dem Außenring von Berlin und auch auf der Bahn zwischen Frankfurt-Oder und Erkner. Im Jahre 1972 wurden sie dann im Osten ausgemustert, und im Westen wurden sie bereits 1956 ausgemustert. Wir wollen jetzt dann anschließend mal in die Fertigung gehen, und ich zeige Ihnen dann den Zusammenbau. Farbspritzerei, Tampondruck ist schon erfolgt, habe ich jetzt nicht mehr machen können, aber ich glaube, dass das Ansehen der Montage, glaube ich, ganz interessant ist. Es sind unendlich viele Kleinteile wieder dabei, und ich glaube, wir haben eine ganz tolle Maschine hier auf die Gleise gestellt. Und das Beste ist, sie wird Ende dieser Woche, wir haben heute den 26. September, Ende dieser Woche werden wir sie nach Deutschland fliegen, sodass Sie die Maschine Anfang Oktober bereits bei Ihrem Händler abholen können. Freuen Sie sich auf die Ansichten jetzt in der Fertigung, und dann viel Spaß. Wir schauen uns jetzt mal die Produktion der TT62 in den verschiedenen Schritten an. Und zwar fangen wir hier in der Montage an. Hier werden unendlich viele kleine Teile montiert. Schauen wir mal beim nächsten Arbeitsplatz zu. Thank you.
kleinen Teile können nur mit Pinzette montiert werden. Und dann wird auch mal kurz geprüft, ob das Licht auch geht. Und dann geht's weiter. Vorne die Gläser in die Lampen eingesetzt und dann montiert. Sehr viel Handarbeit und unheimliche Konzentration und ganz viele kleine Teile werden eingebaut. Hier kommt das Führerhaus drauf. Jetzt geht's weiter. Und diese kleinen Teile mussten alle vom Spritzling entfernt werden und dann auch noch farbgespritzt werden. Sehr viel Arbeit. Jetzt wird noch gefettet. So, und dann geht's zur nächsten Seite. Weiter mit der kleinen Teil. Vorbereitende Arbeiten für die Windleitbleche, die dann hier montiert werden. Thank you.
So, und dann werden sie hier geprüft. Schauen wir mal da rein. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Und wenn, wie gerade bei der kleinen Lok, was nicht geklappt hat, wird es nachgearbeitet. Hier sehen wir dann, wird es überprüft, ob irgendwas nicht bei der Montage richtig gemacht worden ist. Und dann kommt nochmal eine Endprüfung dran. Hier wird jetzt jede Lok nochmal genau überprüft. Kleine Korrekturen gemacht. Ja, und dann liegen sie hier und warten darauf, eingepackt zu werden. Heute ist es nun soweit, dass die BR62 verpackt wird. Und das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an, und zwar die einzelnen Schritte. Zunächst wird nochmal hier geprüft, dann da hinten werden sie dann eingepackt. Obwohl wir sie schon mehrmals getestet haben, wird hier nochmal von der QC, das sind die Damen in den grünen Hemdchen, nochmal geprüft, ob die auch ordentlich läuft. Falls nicht, nach dem Prüfen in dem Oval noch mal irgendwas passiert ist. Also ist okay, geht weiter. So, vorher sind die Blister alle präpariert worden, das sieht man hier. Jetzt kommt die Nummer drauf. Die gleiche Nummer auf die Bedienungsanleitung und dann wird es weitergegeben, um sie dann letztendlich in den Karton einzupacken. Da kommen noch die Einzelteile rein. Schutzhülle außenrum, damit die Lok nicht im Karton wegspringen kann.
dann kommen die Aufkleber drauf. Und dann werden sie anschließend in den Karton gelegt und kommen dann nach Sonneberg und anschließend zu Ihnen. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Sie haben einige Einblicke bekommen in die Montage der vielen, vielen Einzelteile bei der 62. Ist ja wirklich ein gigantisches Modell geworden. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Maschine auf Ihrer Anlage oder in der Vitrine, wie Sie wollen. Und dann eine schöne Zeit noch und bis demnächst. Und tschüss.